dir coole Wasserflaschen hingestellt. Ja, Christian, ich habe dich auch noch eingeladen. Ja. Also, meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir starten heute mal zu zweit. Und zwar zu einem ganz, ganz besonderen Thema heute, und zwar zum Thema Wasser. Der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, weiß, dass das Thema Wasser in den letzten Monaten mich sehr begleitet hat. Ich habe mich eingelesen, ich habe mich informiert und habe verstanden, dass das Thema Wasser ja sogar vielleicht noch wichtiger ist als das Thema Ernährung, weil wir nämlich ja zu 70% aus Wasser bestehen, unsere Zellen bestehen überwiegend aus Wasser, und der Mensch kann viel, viel weniger Tage ohne Wasser überleben als ohne Nahrung, und das sagt ja schon einiges aus. Und dann habe ich mal den Christian angeschrieben und ihn gefragt, Mensch, zum Thema Wasser, was ist denn so dein Feedback? Und der Christian hatte eine ganz, ganz besondere Geschichte, und die erzählt er uns jetzt vielleicht mal auch zum Anfang, oder? Ja, Christian, absolut. Übrigens, wie ist deine Geschichte? Übrigens, die Erde besteht ja auch zu 70% aus Wasser. Ne? Richtig. Also richtig. Unsere Erde. Es gibt keine Zufälle. Ich schenke uns schon mal ein. Absolut geil. Ja, also meine Geschichte war ja auch hier in Nürnberg, witzigerweise. Und da hatte ich mal einen Wasserexperten getroffen. Der hat mich dann so mitgenommen, hat mein Wasser in Gläser geschenkt. Und dann hat er so ein Gerät da reingehalten. Und es gibt so eine Art Leitwert, wo du messen kannst im Wasser. Ja. Und dieser Leitwert, je höher der ist, desto schlechter eigentlich. Denn dann sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen im Wasser drin, die dann leiten können. Genau. Also unter Giftstoffe, Hormone, Pestizide, aber auch natürlich eben auch Minerale zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es gar nicht gut ist, wenn zum Beispiel viele Mineralstoffe im Wasser sind. Das heißt ja immer so, das optimale Verhältnis zwischen Calcium und Magnesium, ne, und so weiter. Genau, das habe ich auch gelernt. Weißt du auch, weshalb es so wichtig ist, dass ein Wasser eigentlich ohne viel Leitfähigkeit sein sollte? Weil Wasser ja auch ein Transportmittel, also du sagst mir jetzt, ob es richtig ist, es ist ja auch ein Transportmittel im Körper und soll ja auch Dinge nach außen befördern. Genau. Und wenn es schon voll ist, voller Mineralien und so weiter, dann kann es ja nicht mehr Dinge hinaus befördern, weil es schon besetzt ist. Genau, absolut, ja. Es ist ein Lösungsmittel eigentlich. Lösungsmittel, und genau. Es soll natürlich auch in die Zellen reingehen. Und dort ist es dann schwierig, wenn du quasi wirklich besetzt bist. Und jetzt komme ich zum Endresultat der Geschichte. Der hat das Ding da reingehalten und auf einmal hat es 400 angezeigt. Ja. Und es gibt eine offizielle, also quasi Tabelle mehr oder weniger. Und da wird alles über 90 oder 100 wird eigentlich als gesundheitsbeschwerend dargestellt. Ja. Ich so, was? 90 ist noch einigermaßen okay und ich habe 400, und das waren Wasser, was ich aus der Wasserflasche irgendwo gekauft hatte. Ja. Das war jetzt noch nicht mal ein Plastikflaschenwasser. Und du hast mir erzählt, du trinkst Plastikwasserflaschen. Haben wir uns eine Sekunde unterhalten, bevor ich auf Start gedrückt habe, und Christian hat von seiner tollen Geschichte erzählt, dass er jetzt auch noch mit Steinen und so weiter. Und habe ich zu ihm gesagt, zum Schockieren, und meine Geschichte des Wassers ist, dass ich noch vor einem Jahr aus Plastikflaschen getrunken habe. Also das Thema Wasser habe ich irgendwie immer so ein bisschen, ja, man kauft sich Wasser, man trinkt jetzt kein Leitungswasser, ja, wobei, es sei mal dahingestellt, ob das Plastikwasser besser ist als das Leitungswasser. Ich würde beides nicht empfehlen, nach jetziger Sicht, aber wir sind ja alle auf diesem Planeten, um uns weiterzuentwickeln, und so war ich halt vor einem Jahr noch bei Plastikflaschen, das ist halt die Wahrheit. Und heute reden wir also nicht nur über die Wasserqualität, über die du jetzt, auf die du eingegangen bist, die natürlich immens wichtig ist, sprich, welches Wasser trinke ich überhaupt, da kommt noch ein separates Video von mir, sondern wir reden auch über diese tolle Karaffe hier, denn der ein oder andere sieht vielleicht auch von weiter weg, dass hier Steine enthalten sind, ja, und das sind ganz, ganz besondere Steine der Firma Vita Juwel, die wir hier in diesem Video auch vorstellen möchten, weil das für mich, und ich habe mich informiert und Christian genauso, der Marktführer und die beste Qualität überhaupt ist, was ja, Edelsteine, kann man ja sagen, angeht. Und das wollen wir uns euch heute so ein bisschen vorstellen, denn es geht bei Wasser nicht nur um die Wasserqualität, sondern es geht auch um die Aufwertung des Wassers. Und Christian war vor Ort in der Firma und kann uns da auch berichten, was es da vielleicht noch Wichtiges zu wissen gibt im Bereich Wasser und Edelsteine. Absolut, also die Firma ist im Allgäu richtig, richtig toll. Also erstmal Cheers. Ne?
Aber du machst ja noch ein separates Wasservideo, nur wie gesagt, die Qualität ist extrem wichtig. So ein Edelstein hier kann natürlich jetzt nicht aus einem Wasser, was einen Leitwert von 400 hat und total voll ist mit Pestiziden und mit Hormonen und allem möglichen, ein sehr, sehr gutes Wasser machen. Genau. Das kann ein bisschen was davon reduzieren, aber es ist kein Wasserfilter. Ja, das muss man mal klarstellen. Genau. Was das hier macht ist, du füllst das am besten gefilterte Wasser oder frisches Quellwasser hier rein und dann werden die Strukturen, die Kristalle des Wassers aufgewertet. Also vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja Masaru Emoto, ne? Der diese typische Kristallfotografie mit Wasser gemacht hat und da kannst du ja gerne mal vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie die sich dann auch verändern. Genau, also es ist so, und da können wir vielleicht auch nochmal das, das Buch zeigen vom Ewald Eisen, der übrigens der... Was ist das Buch hier? Der Geschäftsinhaber ist mit seinem Sohn von Vita Juwel. Und da gibt es ganz tolle Grafiken. Und die Grafiken besagen, dass natürlich einmal die Wasserqualität, ja, das, was du gerade angesprochen hast, also dass das Wasser eben strukturiert ist, dass es energetisiert ist. Dann natürlich als zweiten Punkt die Edelsteine und als dritten Punkt auch die Emotionen des Wassers. Ja? Und ihr werdet jetzt lachen, aber das ist kein Hokuspokus, was ich hier gerade anspreche, sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass Wasser eben auch Emotionen annimmt. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier dieses Wasserglas und ich werde jetzt Dankbarkeit mir gerade vorstellen und was total Tolles, Frieden, Liebe, Licht, ja. Und dann macht man eben einen Test und friert das Wasser eben ein. Ich glaube, bei minus 30 Grad wurde das gemacht. Und dann schaut man sich in Analysegeräten, die das Ganze eben hoch auflösen, an, wie denn die Wasserkristalle sind. Und es wurde festgestellt, dass wenn ich dem Wasser sage, du bist toll, Dankbarkeit, du wirst mich heilen, dass es super, super schöne Kristalle ergeben. Und wenn ich mir sage, du machst mich krank und Krieg und lauter negative Emotionen und trink das dann runter, dann bewirkt das Wasser tatsächlich im Körper was anderes. Und diese drei Dinge, die muss man einfach über Wasser wissen. Das ist für mich so das Wichtigste. Einmal die Qualität, einmal die Edelsteine. Edelsteine, die wir hier haben, wo es unterschiedliche Ausführungen gibt. Und das Dritte sind eben die Emotionen. Das sind also die Dinge, absolut, die ich so in Erfahrung gebracht habe im letzten Jahr, die für mich so die Basics sind. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Ergänzung hast. Zum Thema, dass du sagst, das ist kein Hokuspokus. Das ist tatsächlich aus einem Buch, Masaru Emoto war jahrelang Bestseller in der New York Times Bestsellerliste mit diesem Buch. Ne? Das Buch heißt, für alle, die es lesen wollen, Die Botschaft des Wassers. Und wie gesagt, diese Fotografien sind kein Fake. Du kannst es jedes Mal reinhalten mit dem Leitungswasser. Ja, ich werde das auch nochmal einblenden. Genau. Also der optimale Zustand, wie du Wasser halt wirklich für deine Gesundheit am optimalsten machen kannst, ist, du hast einen sehr guten Filter, der filtert das Wasser vorher, und zwar der filtert es nicht nur auf Pestizide, Hormone, aber auch sowas wie Dreck, Sand und so weiter, sondern er restrukturiert es auch schon, er verwirbelt es wieder und er bringt es auf einen neutralen pH-Wert, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und dann füllst du das Wasser quasi in einer dieser Karaffen. Da gibt es unterschiedliche Kristallmischungen, je nachdem, was sich anzieht oder was du jetzt eben gerade brauchst. Du hast dir hier zum Beispiel eben auch den gelben Bernstein ausgesucht, der für Positivität steht, Energie und Lebensfreude. Genau. Und hier ist so eine Wellness-Mischung drin, die dich eher, ich sag mal, runterbringt, die Stressausgleich, ne, und die erdet mehr oder weniger. Also das heißt, du kannst dir hier verschiedene Edelsteine aussuchen. Und das Schöne an den Flaschen ist jetzt eben, dass die in einem mundgeblasenen Ding drin sind. Ja. Also wirklich alles per Hand gemacht. Und damit musst du diese Edelsteine nicht immer auch wieder sauber machen, von Algen befreien und so weiter, sondern... Und es ist auch quasi nachgewiesen wissenschaftlich, dass durch das Glas die Kristalle auch wirken. Ja, ne? Genau. Also das heißt, du füllst es dann in dieses Ding hier rein. Nach 7 Minuten wird das Wasser dann quasi energetisiert mit den Kristallen, die drin sind. Und dann ist die andere Hälfte der Wissenschaft eigentlich, dass du gute Gedanken hast bei dem Ganzen, das gut bespielst. Und genau das halt bespielst, was du jetzt gerade brauchst. Also in meinem Fall jetzt Gesundheit, Liebe und Zuversicht.
Und dann geht's los. Ja, perfekt. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Immer wenn ich nicht ganz sicher bin, was denn der richtige Weg ist, auch in diesem Fall, wirken jetzt die Steine was oder nicht? Dann überlege ich immer, wie ist es denn in der Natur? Was sind denn die Naturgesetze? Und in der Natur ist es natürlich so, dass zum Beispiel Wasser ja verdampft und dann entstehen Wolken. Und dann regnet das Ganze runter. Und es regnet runter und wodurch wird es gereinigt und aufgefangen? Durch Steine. Ganz genau. Ja? Und wenn ich darüber nachdenke, dass das eigentlich so von der Natur schon gewollt war, dann weiß ich eigentlich meist, was der richtige Weg ist. Also gerne auch an der Natur immer orientieren, finde ich, wenn man irgendwie nicht dran glaubt oder wenn man am Zweifeln ist. Aber ich für mich habe das entschieden und stehe da absolut dahinter. Ihr wisst, ich empfehle nichts, was ich nicht selber ausprobiert habe und wo ich nicht dahinter stehe. Und deswegen absolute von mir Herzensempfehlung Vita Juwel. Und auch hier, was ich super praktisch finde zum Mitnehmen. Ja, die sind super. Schon mal meine. Super, weil die sind ja halt auch aus Glas. Und für die Spülmaschine, ja, wer kennt das, dass man hier nie richtig sauber machen kann. Hier kannst du alles sauber machen, das ist hier fest integriert und dann wird das hier dran geschraubt und du kannst das einfach praktisch für den Sport oder für die Reisen mitnehmen. Und diese Karaffe habe ich dann da. Was hast du, Christian? Die kannst du dir teilweise auch selber zusammenstellen. Ich habe mir hier meine selber zusammengestellt mit der Blume des Lebens auf der Flasche drauf. Schön. Und dann habe ich quasi so ein Pistazienopal mit drin. Der für Entgiftung steht und ich habe quasi diese türkisen Steine und die weißen Steine, die stehen eben auch für Reinheit. Ja, und die habe ich mir quasi intuitiv ausgesucht und intuitiv, wenn du vor den Steinen stehst, weißt du schon, was genau was für dich richtig ist. Ja, das ist total schön. Also meine Lieben, die Marke Vita Juwel, eine Herzensempfehlung von uns beiden. Absolut. Und wir haben auch mit den Gründern gesprochen. Und haben für euch einen Rabattcode vereinbart, wenn euch das interessiert, den verlinke ich euch gerne in der Infobox. Schaut da gerne rein und sucht euch was Tolles aus dem Sortiment aus. Die Marke ist wirklich super, die Firma ist toll, alles Inhaber geführt und das klingelt mal wieder. Ne? Ja. Das ist jedes Mal ein Moment. Wenn ich da bin. So, jetzt bin ich wieder zurück. Immer wenn der Christian da ist und wir das erste Video drehen, klingelt es an der Tür. Das ist echt... optimal. Wie verhext. Gibt's so, Outtakes? Ich glaube, es gibt ein bisschen Outtakes zum Lachen für euch. So, wir wollten eigentlich nur noch mal kurz Tschüss sagen und uns bedanken, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt, dass ihr immer wieder einschaltet. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Lana lädt Christian ein. Und bringt coole Sachen mit. Und bringt coole Sachen mit. In diesem Sinne, wir lassen es uns jetzt schmecken. Macht's gut, ciao. Eure Lana und Christian. Brokkoli. Meine Lieben, ich melde mich jetzt hier noch mal kurz mit einem Voice-Over bei euch, weil ich ein Laborergebnis zugeschickt bekommen habe, was extra noch mal die Wasserqualität testet, hier von der Firma Vita Juwel mit den Kristallen. Und das fand ich einfach super interessant und finde ich auch noch mal wichtig im Zusammenhang mit diesem Video zu wissen. Ja, was wurde hier genau getestet? Es wurde Wasserqualität getestet mit einer einmal Neutralprobe und einmal mit der Wasseraufbereitung durch die Firma Vita Juwel. Also sprich, es gab zwei Proben, es gab zwei Tests. Die Neutralprobe ist ein Leitungswasser aus der Region Überlingen, das ist ein Ort. Und das wurde dann eben einmal in einer Ausgangsversion getestet und einmal eben mit dem Gerät der Firma Vita Juwel, was quasi die Edelsteine ja sind. Und diese Ergebnisse, die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die haben mich wirklich umgehauen. Ja, wir haben mit dem Christian auch schon über das Thema Leitungswasser gesprochen, dass das also überhaupt nicht zu empfehlen ist. Und das, was jetzt bei dieser Laboranalyse gemessen wurde, ist der Wahnsinn. Und zwar wurde hier Sauerstoff, es wurden pH-Messungen gemacht und es wurden ganz, ganz viele unterschiedliche Versuche gemacht, was die Wasserqualität eben angeht. Und hier hat man dann eben diese chemischen Parameter und hat eben einmal diese Neutralprobe und hat eben einmal die Ergebnisse der Firma Vita Juwel. Und man sieht jetzt hier, der Wasserstoffgehalt konnte sich gegenüber der Neutralprobe etwas erhöhen. Der pH-Wert hat sich gegenüber der Neutralprobe ins Basische verändert.
Und der Leitwert hat sich gegenüber der Neutralprobe auch verbessert. Ja, also die Erhöhung des Sauerstoffs und die Senkung des Leitwerts zeigen eine qualitative Verbesserung gegenüber der Neutralprobe. Ja, hier sieht man das Ganze auch nochmal in Vollbild. Das finde ich super, super beeindruckend. Hier nochmal in einer 100-fachen Vergrößerung und hier auch nochmal in einer 400-fachen Vergrößerung. Und hier die Zusammenfassung auf der linken Seite einmal Vita-Juwel in 400-facher Vergrößerung und auf der rechten Seite dann die Neutralprobe, was eben einfach das Leitungswasser ist. Und man sagt hier als Fazit, es konnte eine Steigerung der Qualität nach der Behandlung mit dem Gerät der Firma Vita-Juwel festgestellt werden. Das Qualitätsniveau ist also enorm gestiegen. Und dieses Labor bewertet die Probe mit der Firma Vita-Juwel, also mit dem Gerät, was hier besagt wird, mit der Note 1,9, ja, was eben ein Vorteil für den Verbraucher durch die Anwendung des Geräts darstellt, was hier eben nochmal als Fazit von dem Untersuchungsleiter mit angeführt wird. Und das finde ich wirklich, wirklich den Wahnsinn und wollte ich euch einfach nochmal wissen lassen. Und abschließend nochmal ein Fazit mit meinen eigenen Worten, was das Labor quasi festgestellt hat. Dass zwar die Moleküle von Schadstoffen sich nach der Behandlung mit Vita-Juwel noch im Wasser befinden, sie wurden aber in ihrer Wirkung von den Steinen neutralisiert. Also haben keinerlei schädliche Wirkung mehr. Unabhängig davon, dass sich diese elektrische Leitfähigkeit im Vita-Juwel-Wasser reduziert, als im Vergleich zum Ausgangswasser, sind alle Schadstoffe neutralisiert. Und dies ist auch ganz gut in der Natur erklärbar, denn auch im Quellwasser befinden sich noch die Moleküle. Sie sind dann aber auch mit den Steinen ja neutralisiert worden. Sprich, die Laborergebnisse zeigen wirklich eine Neutralisierung sämtlicher Schadstoffe durch Vita-Juwel, Steine und Wasser.